Ich stehe gerade zwischen Bäumen, dessen Früchte bei den Europäern durchaus sehr beliebt sind, vor allem bei den Veganern. Eine wunderbare alternative Fettquelle auch. Und zwar stehe ich zwischen zwei Avocado-Bäumen. Und in dem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, wie die Avocados hier auf der Finca kultiviert werden, welche Sorten angebaut werden und wie halt eigentlich der Baum ausschaut, wie die Früchte dranhängen und alles Mögliche, weil halt viele zum Beispiel Avocados aus dem Samen bzw. aus dem Kern rausziehen. Und das natürlich auch sehr lange dauert, bis die Avocado halt die Größe erreicht hat, wie sie hier, ja, wie sie hier auf der Plantage auch wachsen. Und ich möchte euch einfach mal mitnehmen, meine Erfahrungen mit euch teilen, meine Erlebnisse natürlich. Und ich freue mich einfach und bleibt natürlich bei diesem Video gerne dran. Hier könnt ihr jetzt mal einen wunderbaren Baum erleben, mit einem ganz guten Beispiel, finde ich. Also hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sehr viele reife Früchte sehen. Das ist jetzt die Sorte Hass. Wie sie halt viele aus dem Supermarkt kennen, ist ja, glaube ich, eine mexikanische Sorte und etwas kleiner. Und wie ihr halt hier sehen könnt, wachsen die Früchte zu den Ästen an Ranken ähnlichen Fäden runter. Hier eine reife Früchte, die schon ein bisschen schwarz werden, und unreife grüne Früchte. Genau. Und das ist halt jetzt ein recht großer Baum, sage ich mal, der sehr viele Früchte hat. Der muss auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Viele kennen es vielleicht, die halt aus dem Kern Avocado-Baum ziehen. Also es braucht richtig lange, bis die sehr groß werden. Ein Freund hat zum Beispiel einen 5 Jahre alten Avocado-Baum. Also da ist halt schon sehr lange Ausdauer nötig, um die halt aus dem Samen zu ziehen. Und hier kann man jetzt auch ein paar Blätter erkennen, die halt so ausschauen. Und hier zum Beispiel auf dem Boden haben, glaube ich, die Vögel ein bisschen, ja, ihren Spaß walten lassen. Das ist jetzt hier ein Baum, den es hier gibt, beziehungsweise eine Sorte. Hier gibt es noch eine andere Sorte, die ich euch jetzt gleich zeige, die ein bisschen größere Früchte hat, die wahrscheinlich auch mehr oder weniger nicht nach Europa exportiert wird. So, jetzt bin ich fündig geworden. 3 Bäume weiter hat dieser Baum jetzt einige Fruchtansätze. Das ist jetzt hier diese grüne Avocado-Sorte, die auch wirklich groß ist. Und ich weiß wirklich nicht, ob das die Sorte Kent ist. Also im Supermarkt habe ich mal grüne Avocados gesehen. Das war die Sorte Kent, glaube ich. Und ja, die Früchte waren aber nicht so groß. Es gibt auch viel kleinere Früchte von diesem Avocado-Baum, aber in der Regel haben sie halt diese Größe, wie ihr halt auch hier sehen könnt. Und in der Regel sind auch die Bäume im Vergleich zur Sorte Hass auch um einiges größer, muss ich sagen. Also hier haben die Bäume schon gut eine gute Größe erreicht. Ich glaube, die sind auch ein bisschen älter als die Hass. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen neu gepflanzt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch wieder hier in diesem Video einiges mitnehmen konntet, so Erfahrungen und Eindrücke erhalten habt, wie so ein Avocado-Baum jetzt hier so ausschaut, wie sie hier gedeihen und kultiviert werden. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben und auch über einen netten Kommentar. Das liest man ja immer wieder gerne. Und ihr könnt auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und speziell auch jetzt hier, wie ich euch ein paar Bäume aus Costa Rica zeige und vorstelle. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.